Moin, moin, meine lieben Handheld-Freunde da draußen. Endlich ist es soweit. God of War Ragnarok erscheint auf Steam und damit auch endlich für unsere geliebten Handhelds. Und heute schauen wir uns mal die Performance auf den Asus ROG Ally X an. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Es ist soweit. God of War Ragnarok ist verfügbar und kann endlich auch über Steam bezogen werden. Ganz wichtig ist hierbei natürlich, ihr braucht einen PlayStation-Account. Den könnt ihr euch aber schon im Vorfeld, bevor ihr das Spiel kauft, anlegen und dann dementsprechend schon hier gleich eure Daten eintippern und los geht's. Der Download von dem Spiel sind knappe 180 GB. Das Entschlüsseln hier der Dateien hat gut und gerne eine Dreiviertelstunde oder halbe Stunde knapp gedauert auf dem Asus ROG Ally X. Auf dem Steam Deck läuft das Ganze noch und wird noch ein bisschen länger brauchen. Wir sehen jetzt hier, die Shader werden kompiliert und sobald die kompiliert sind, werden wir mal uns das Spiel ansehen von der technischen Seite. Ja, während die Shader sich zu Ende kompilieren, werfen wir noch mal einen ganz kurzen Blick in die Einstellung hinein und zwar jetzt bei Grafik und Anzeige. Ich teste das Ganze jetzt erstmal mit Full HD aus und die Voreinstellungen sind Mittel. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert. Jetzt müssen wir noch mal schauen, haben wir denn bei der Skalierung, was haben wir denn da ein Angebot? Da könnten wir doch mal vielleicht AMDs FSR nutzen oder Intel Xeon. Ich benutze ja eigentlich ganz gerne FSR-Qualität. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal auf Nativ. Genau. So, wir starten jetzt ein Spiel. Die Frame-Anzeige oben wird nicht sauber funktionieren wegen AMDs Frame Generation. Das haben wir hier einfach mal mit aktiviert über die Treiber. Und ich werde jetzt hier storymäßig, intromäßig versuchen zu überspringen, was geht, weil wir ein bisschen mehr den Fokus hier auf die Technik legen wollen. Deswegen die Framerate oben wird nicht hundertprozentig passen. Das nochmal an der Stelle gesagt. Und dann schauen wir uns das Ganze doch jetzt einfach mal an. Ich würde das gerne jetzt einfach mal überspringen. Geht jetzt aber so auf Anhieb nicht. Dann müssen wir nochmal einen kleinen Moment uns gedulden, bis Kratos doch gewillt ist, mal eine Sequenz zu überspringen zu lassen. Aber es sieht grafisch schon mal sehr, sehr eindrucksvoll aus, kann man definitiv sagen. Also Kratos, dann lass uns mal loslegen. Wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Man muss sagen, das sieht einfach fantastisch aus, selbst auf mittleren Einstellungen. Und wir dürfen Frameraten technisch dürfen wir uns bei so locker 50 FPS bewegen mit den
RAM Generation. Ich kann leider das Overlay von AMD will einfach nicht angezeigt werden. Das wäre nämlich akkurat. Deswegen ist ja oben auch die Warnung mit AFMF. Also er zeigt immer quasi nur die Hälfte an, kann man Pi mal Daumen sagen. Aber wir werden uns hier bei locker 50 Frames durchaus bewegen. So, und jetzt sind wir im Spiel und jetzt haben wir noch gute 23 Frames, aber es fühlt, ich habe jetzt parallel auch auf dem Handheld-Display laufen und das sieht auf dem Handheld-Display fantastisch aus und geschmeidig. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Er ist sehr krank, Atreus. Also, das lässt sich nicht bestreiten, dass das Spiel anscheinend sehr, sehr gut optimiert wurde. Wenn er nur weiter ist. Wir sind hier auf der mittleren Einstellung bei Full HD auf dem Handheld. Müssen wir uns immer mal wieder vor Augen führen. Ich finde auch FSR kommt hier gar nicht so zur Geltung. Also ich sehe keine üblichen Artefaktbildungen oder so krissige Sachen jetzt verstärkt bei der FSR-Unterstützung. Das Symbol ist nicht weit. Also das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. So leicht würde sie nicht aufgeben, oder? Sie gibt nie auf. Bleib wachsam. Und da ist sie schon wieder. Mittleren Einstellungen sieht das wirklich fantastisch aus. Wir werden das Ganze auch nochmal gleich ausprobieren mit 720p, definitiv. Da haben wir es nicht geschafft. Dann gucken wir gleich doch nochmal dementsprechend weiter. So, jetzt schauen wir nochmal, wie das Ganze sich hier verhält. Und ich habe das Ganze jetzt übrigens nochmal eingestellt. Ich habe es mich eben erst entdeckt. Beim Generation können wir hier auch Menü aktivieren. Möchte jetzt aber das Ganze nochmal einfach mal auf Qualität probieren und mal schauen, wie sich das Ganze dann verhält. Ja, sieht auch noch sehr, sehr gut aus, aber es ruckelt schon wieder ein bisschen mehr. Man sieht. Also Qualität fordert ihn doch ein bisschen. Das fordert ihn. Also es wird ein bisschen rutteliger. Ich will jetzt nochmal auf Nativ zurückgehen oder wir gehen einfach mal auf ausgeglichen. Das ruckelt jetzt ein bisschen mehr. Ja, ich hole dir doch nur einer auf die aufs Fressbrett, Mädel. Ja, es ruckelt ganz schön jetzt auf einmal. Nochmal auf Nativ zurück.
Will mal gerade ganz kurz. Wir mal gerade ganz kurz bei mir in die AMD-Software schauen. Ob da. Ist aber aktiviert. Okay. Also es müsste eigentlich. Ich mache es jetzt hier nochmal aus. Bossing ist aus. Ist aus, ja. Möchte ich die Sequenz gerne noch mal wiederholen, weil das hat mich so ein bisschen gerade gestört, wie das Ganze jetzt hier so läuft. Mit aktivierten Frame Generation. Im Menü. Prinzipiell ist FSR ja an, also beziehungsweise Frame Generation über die Treiber und das müsste eigentlich auch so funktionieren. Das wird ja auch oben angezeigt. Aber auch hier würde ich glatt sagen, wir können uns nicht mehr als die mittleren Einstellungen erlauben bei Full HD auf dem ROG LIX. Und so wirkt das auf jeden Fall flüssiger, als wenn wir das über das Menü aktivieren. Da bleibt immer die Frage, ob es auch wirklich aktiviert ist. Aber es muss ja eigentlich aktiviert sein. Sorry, Freunde, ich muss die Sequenz trotzdem nochmal wiederholen. Mit in-game aktivierten Frame Generation. Weiß gar nicht, wenn ich das treiberseitig aktiviere und im Spiel, ist es dann doppelt gemoppelt? Dürfte aber eigentlich nicht der Fall sein. Oder das muss doch der Treiber erkennen. Würde ich jetzt glatt behaupten. Ansonsten schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich bin zwar der Checker, aber ich checke auch nicht immer alles. Es ruckelt ein bisschen mehr. Also die Framerate wird per se oben schon mal mehr angezeigt, aber es ruckelt ein bisschen mehr. Ich find's jetzt nicht mega krass, aber ich brauche mal wieder aufs Display vom ROG LIX. Und jetzt gönnen wir uns nochmal eine kleine Spielerei. Das Spielerei, wir wollen sie ja was ausprobieren. Jetzt gehen wir nochmal auf hoch und laden die Sequenz quasi nochmal. Und ich denke mal auf hoch. Bei Full HD, das wird eine Ruckelorgie. Aber vielleicht kriegen wir es ja mit einer 900p Auflösung, also 1600 mal 900. Vielleicht kriegen wir dann das ja ruckelfrei hin. Mit hohen Einstellungen. Ich glaube, es war auch zu bezweifeln. Oder in der 720p Auflösung. Ich wollte gerade mal gucken, dass ich auch wirklich auf Turbo laufe. Sicher, sicher. Aber es wirkt jetzt auch nicht wirklich viel, viel besser grafisch. Vielleicht die ein oder andere Textur, ja. Bestimmt der ein oder andere Effekt auch noch höher sein. Aber die Framerate leidet jetzt eigentlich anscheinend nicht darunter. Aber es ruckelt doch ein bisschen mehr. Also auf dem Display vom ROG Ally wirkt es jetzt nicht wirklich schlechter. Das war so eine Sequenz, da hat es eben ein bisschen geruckelt noch. Hier geht es ja, doch auch noch ein bisschen. Okay, das waren die hohen Einstellungen. Doch prinzipiell spielbar. Jetzt möchte ich nochmal auf die Ultra-Einstellung wechseln. Hier laden wir nochmal diese Sequenz. Tut mir leid, wenn ich das so ein bisschen mal dieselbe Sequenz wiederhole, aber wir wollen ja eine gewisse Vergleichbarkeit schaffen. Ne, es muss ja vergleichbar sein. Um dann eine entsprechende Analyse zu betreiben. Klar, man müsste jetzt wirklich ein Benchmark-Tool drüber laufen lassen. Ich bin da so mehr so ein Mensch, auch als Software-Ingenieur, der sich gerade bei sowas ein bisschen mehr aufs Bauchgefühl verlässt oder auf einen Eindruck. Also, habe ich jetzt wirklich die richtige Einstellung erwischt? Ultra, Tatsache. Ah,
Ah, man sieht den einen oder anderen Effekt ein bisschen besser, glaube ich. Aber es ruckelt ganz schön auch auf dem Asus ROG Ally X direkt. Und das ist es nicht wert. Und jetzt wollen wir doch einfach nochmal gucken, wie gut diese Sequenz läuft in niedrigen Einstellungen und eigentlich auch noch in Full HD aussieht. Das wäre jetzt ja mal die nächste Frage. So, niedrige Einstellung habe ich gesagt. Na, genau. Und die Sequenz nochmal an. Gucken wir da nochmal rein eben. Also in niedrigen Einstellungen auf Full HD, das dürfte eigentlich richtig rocken auf dem Ally X. Das dürfte rocken. Oh nein! Also auf dem Display selber, also auf dem großen Display sieht die Grafikqualität schon ein bisschen schlechter aus, aber auf dem kleinen Display würde ich jetzt sagen, sieht fast genauso gut aus. Bis auf ein paar kleine Details, aber die müssen wir den Loop besuchen. So, Entschuldigung, Freunde. Aber auch hier ruckelt es sogar so ein bisschen. Er scheint ein paar Ladehämmer zu haben, wenn man es mal so nennen möchte. Wir wechseln jetzt mal die Auflösung. Das scheint er jetzt nicht so einfach hinnehmen zu wollen. Also müssen wir den Weg gehen. Und da steigt er. Ja, ist er ausgestiegen? Nein, ist er nicht. Und hier gehen wir doch nochmal auf hoch. Wir können jetzt natürlich auch gerade bei FSR nochmal diesen verschiedenen Leistungsmodi spielen. Also ausgeglichenes FSR und, und. Aber ich will jetzt mal gucken, generell, wenn ich das Ganze jetzt mal auf 720p einstelle, wie sich das dann da verhält. Auf hohen Einstellungen. Also wir müssten eigentlich schon gut und gerne in die 50 Frames kommen. Freier, super schade. Ja. Also der Unterschied zwischen 720p ja, man sieht schon den Unterschied. Und wirklich besser läuft es eigentlich auch nicht. Wie viel besser läuft es auch noch? Doch ein bisschen, aber. Ups, falsche Taste. Ich möchte das Ganze jetzt nochmal in den mittleren Einstellungen. Mittel. Und wir nehmen jetzt hier einfach nochmal ausgeglichen. Das Ganze auf 720p. Das wird mich jetzt nochmal definitiv interessieren, wie sich das dann dort verhält. Oh nein. Das nenne ich nochmal flüssig. Also da kriegen wir Frameraten hin. Bei 720p. Ja, das Native sollten wir weglassen bei FSR. Native Auflösung, ich merke schon. Macht wenig Sinn. Es scheint aber irgendwie der Sequenz geschuldet zu sein, dass es hier gerade echt extrem viel ruckelt. Ja, aber hier kriegen wir schon echt mit 720p einige gute Frameraten hin. Bin echt überrascht, wie gut das Spiel optimiert wurde für den PC. Und gerade jetzt auch für die Handhelds. Also wenn ich da in so ein Dragon's Dogma zurückdenke, das ist ja schon echt
So, jetzt haben wir hier nochmal auf niedrige Einstellungen. Ah, man sieht gerade bei den Haaren und den Texturen, aber ganz ehrlich, auf dem Display sieht ja so fantastisch aus und haben hier Spamraten von jenseits von gut und böse. Es wirkt so geschmeidig auf dem Asus ROG Ally Display. Und jetzt hier ruckelt auch nicht wirklich was. Also, er muss da irgendwo einen kleinen Flaschenhals haben. Nee, ich bin beeindruckt, wie gut das auf dem Asus ROG Ally läuft. Aber auf dem Steam Deck liegt sie auch ganz gut. Und an dieser Stelle nochmal übrigens gesagt, meine lieben Freunde, das Spiel gibt es relativ günstig bei meinem Partner MMOGA. Schaut mal, Link in der Videobeschreibung. So, und jetzt wechseln wir nochmal auf die 900p Auflösung. Was hat er denn jetzt hier gemacht? Das ist ja mal eine sehr interessante Geschichte, was er jetzt hier draus gemacht hat. Okay. Dann nehmen wir mal Mittel. Das haben jetzt für einen komischen Wert an. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Oh nein! Freier, wir sind nicht deine! Ja, er scheint einfach nur den Wert falsch darzustellen, irgendwie komischerweise. Aber auch hier läuft das Ganze ganz hervorragend. Ich muss mich gerade nochmal selber vergewissern, was wir jetzt ausgewählt haben. Ausgeglichen, Mittel. Könnten vielleicht hier sogar tatsächlich nochmal auf hoch gehen. Na ja gut, jetzt ruckelt er kurz, weil er jetzt ja das nochmal anpassen muss. Also, man merkt, God of War, je nach dem persönlichen Gusto, was man an Frameraten bevorzugt oder eher, sag ich mal, im 30er-Bereich mit guten optischen Qualitäten spielen möchte oder lieber hohen Frameraten, es ist alles möglich auf dem Asus ROG Ally. Und ich finde jetzt hier gerade so eine 900p-Auflösung. Ich muss gerade nochmal gucken, also es wirkt nicht wie diese 800 noch etwas, was er angezeigt hat auf dem Asus ROG Ally. Das sieht hervorragend aus. Das sieht wirklich hervorragend aus. Tut mir leid, ich konnte nicht schießen. Christopher Judge stellt ihn wie immer gut dar. Im englischen Original natürlich sagt nur Boy. Boy. Christopher Judge, ich liebe ihn schon seit Stargate. Ah, es ruckelt immer hin und wieder mal. Das hatte ich jetzt eben mal nicht. Ich habe zwischendurch das Spiel mal beenden müssen, weil ich ja parallel auch auf dem Steam Deck getestet habe. Und seit Neustart ruckelt das ein bisschen mehr. Also, wenn ihr jetzt so die ersten paar Minuten hier vom Testing euch anschaut, das lief ein bisschen besser. Irgendwann. Aber das Schlimmste steht uns noch. Hier gibt es doch den einen oder anderen Ruckler. Na gut, wir sind jetzt auch in hohen Einstellungen unterwegs. Vielleicht, na gut, könnte es schon ein bisschen auch Probleme geben hinsichtlich den VRAM. Aber auch Mittelruck jetzt immer noch ein bisschen. Gut, er muss jetzt noch mal ein bisschen die Shader nachladen und so weiter. Texturen anpassen jetzt hier on the fly, aber... Also, meine Vermutung ist ja nach wie vor, das liegt an den... Ups, das war Gameplay. Ich würde fast sagen, das liegt an den aktivierten FSR hier. Ich mach schon. Weil wenn wir diese Sequenz jetzt mal so, wie sie jetzt ist, nochmal starten. Ah, jetzt habe ich den Spielstand quasi verloren. Nichtsdestotrotz, dann nehmen wir mal den Ältesten nochmal. Und schauen da auch noch mal ganz kurz rein. Da müssen wir doch auch noch mal ganz kurz reinschauen. Ich
Ja gut, das ist jetzt noch mal ein bisschen paar Sekunden vorher, aber jetzt kriegen wir, glaube ich, noch mal echt ein fluffiges Bild hier. Und jetzt habe ich hier halt gar nichts. Also da muss man noch mal ein bisschen rumexperimentieren mit den FSR-Einstellungen. Und ich finde, mit so 38 Frames bei 900p auf einen Handheld. Ich sag's ja immer wieder, Freunde. Ich werde nicht müde, es zu betonen. Ja, wenn ich dann immer, oh, unter 60 Frame geht gar nichts. Nein, Bullshit. Wir haben hier ein Hochleistungs-PC in der Hand. Nur im Kleinen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Was hier an Hardware-Power drin steckt, da hätten wir von Jahre vorher von Träumen geträumt. Oh, der alte Mann erzählt ja wieder nur vom Krieg. Nee, also. Jetzt haben wir hier sind noch einmal um, dann lassen wir die Sequenz einfach mal laufen. Nee, hervorragend läuft das Spiel auf dem Asus ROG Ally X. Da kann man sich tatsächlich nicht beklagen. Bin positiv überrascht, das muss ich wirklich sagen. Also auch auf dem Steam Deck. Video findet ihr bei mir auch. Also God of War Ragnarok, sowohl auf dem Ally als auch auf dem Steam Deck, läuft hervorragend. Und an dieser Stelle möchte ich damit dann auch mal abschließen. Ich und mein Kumpel Kratos verabschieden uns hier jetzt an dieser Stelle mal. Ich hoffe, der kleine Technik-Check hat euch gefallen. Gerne konstruktive Kritik. Ich betone immer nur konstruktive Kritik. Gerne immer in die Kommentare schreiben. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Einschalten und sage nur bye bye. Bis dann. Ciao, ciao.